Ich bin so unruhig. Bitte, lass uns gehen. Warum? Das erkläre ich dir draußen. Also, warum müssen wir gerade jetzt gehen? Irgendwo in der Firma liegt der Tresorschlüssel. Das macht mich ganz kribbelig. Ich habe ihn jedenfalls nicht bei mir. Und das fällt dir diesmal bei Johann Sebastian Bach ein. Früher sind wir oft in die Kirche gegangen. Ja, das ist schon ewig her. Oh, 25 Jahre ist nicht ewig. Ja, und geholfen hat es damals auch nicht. Ich weiß ja nicht, was du gebetet hast. Dasselbe wie du. Dass wir ein Kind möchten. Von dir und von mir. Er kann sich eben nicht um alles kümmern. Dafür hat er uns eins hier vor die Kirche gelegt. Hast du es jemals bereut, dass wir Andreas adoptiert haben? Nein. Und du? Nein. Ich. Nein. Warum sagst du zweimal nein? Kannst du mir sagen, warum wir nicht Großeltern werden? Vielleicht hat er das von dir geerbt. Komm, lass die Witze. Licht brennen lassen. Das ist eine Spezialität von unseren Angestellten. Willst du nicht warten, bis der Sicherheitsdienst kommt? Nein, will ich nicht. Die machen ja erst in einer Stunde ihren Check hier. Aber bitte, wenn es dich beruhigt. Helena Gobel? Ja, ist da, Moment. Dein Vater. Vater. Ja? Nein, ich bin nicht als Letzter gegangen. Durchkommen, es macht mir nichts. Nein, will ich nicht. Ich habe den Tresorschlüssel nicht mitgenommen. Weißt du, wo der liegt? Da, wo er immer liegt, bevor du ihn mitnimmst nach Hause. In der Schublade von deinem Schreibtisch. Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr, da war er nicht. Was macht ihr? Ja, also bis dann. Die hören Musik. Willst du nicht die Polizei rufen? Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Andreas hatte den Tresorschlüssel vergessen? Ja. Er vergisst dauernd was. Immer öfter. Irgendwas ist anders geworden.
Er wartet auf Kinder. Enkel. Erben. Die Frau draußen ist auch tot. Ist es seine Frau? Ja. Willst du die Sicherheitsleute sehen? Die waren auf der anderen Seite des Geländes, die haben nicht mal die Schüsse gehört. Hast du gesehen? Ja, die Täter hatten noch nicht angefangen. Ich suche mir einen anderen Eingang. Tja, Leo, da war nichts mehr zu machen. Bei beiden nicht. Sie hat vielleicht noch ein paar Sekunden gelebt, aber er war sofort tot. Eine Kugel steckt im Herzen. Wie sich das anhört. Sieht aus, als wenn man sie gestört hätte, hm? Ja, sieht so aus. Gut, Leo, ich hab's, ich geh. Warum erschießt er auch noch die Frau da draußen? Guten Abend, mein Name ist Heimann. Ich bin von der Kriminalpolizei. Ist was passiert? Ja, mit Ihren Eltern. Darf ich reinkommen? Ja, bitte. Ich bin Andreas Gogel, der Sohn. Ein Unfall? Ihre Eltern wurden getötet. Erschossen in der Firma. Ihre Mutter draußen und ihr Vater im Büro. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich habe eben noch versucht, meinen Vater anzurufen. Würden Sie bitte mitkommen? Wir brauchen Ihre Hilfe. Was ist los? Die Eltern sind erschossen worden. Erschossen. Wer hat... Kommen Sie, ich fahre Sie. Ich fahre mit. Mir wäre es ehrlich gesagt... Das ist meine Frau. Ich bleibe nicht allein hier. Ich sammle gerade ein, was er so bei sich hat. Wieso haben die Sicherheitsleute die Schüsse nicht gehört? Niemand sonst hat etwas gehört. Schalldämpfer. Wie sieht's mit Hülsen aus? Also Revolver. Revolver mit Schalldämpfer? Ist nicht ideal, aber es geht. Ein Geschoss haben wir gefunden. Kaliber 9 mm. Und die Schüsse draußen? Dieselbe Waffe, wahrscheinlich. Ja, bitte. Ich höre überhaupt nichts. Was ist los? Ja, dann guck doch mal aus dem Fenster, der muss schon da sein. Nein, nicht weit weg von euch haben die Kollegen einen gestohlenen Wagen gefunden. Warte. Ja, ich höre. Ja, Moment. Ja, warte doch mal. Nun, warte doch mal. Ja. Ja. Wunderbar. Was wollten denn Ihre Eltern noch so spät hier? Ich kann jetzt nicht reden. Musik.
Ich möchte Ihnen mein Beileid aussprechen. Das ist Herr Hauptkommissar Kress. Das hört sich vielleicht wie Routine an, es ist aber keine. Es wird auch nie eine werden. Danke. Kommen Sie bitte. Mein Gott, was ist bloß passiert? Können wir nach nebenan gehen? Da ist Ihr Vater. Ich glaube, das ertrage ich nicht. Es geht aber nicht anders. Wir müssen Ihnen was zeigen. Das ist mein Tisch. Mein Vater und der Meister sind da drüben. Er wollte nur schauen, wo er seinen Tresorschlüssel liegen gelassen hat. Oh Gott, wir haben noch telefoniert, mein Vater und ich. Er hat Licht gesehen. Und dann ist er reingegangen. Die Eltern waren in der Kirche. Im Konzert. Danach wollten wir Sie fragen. Die Täter haben nicht einmal angefangen, den Tresor zu öffnen. Das ist aus unserer Werkstatt. Wo ist der Tresorschlüssel normalerweise? Von hier nimmt mein Vater den Schlüssel immer abends mit. Geld ist sowieso keins im Tresor. Nur Dokumente, Verträge und sowas. Haben Sie eine Alarmanlage? Ja. Die Zentrale ist im Kassenraum, aber sie ist nicht angestellt. Und wer stellt die an? Frau Winter oder ich, wer als Letzter geht. Wer ist denn als Letzter gegangen? Die Kameras, wir haben die Kameras nicht gesehen. Die laufen über eine Zeituhr. Und wo sind noch welche? Draußen. Ja, können wir bitte so rumgehen? Aber ja. Wollen Sie nicht mit reinkommen? Ist doch kalt hier. Nein, ich will nicht. Danke. Nur noch die Kamera. Die lassen wir auch manchmal tagsüber laufen. Aha. Und warum? Warum? Außer meinem Vater und mir wusste das keiner. Herr Gobel, wärst du nur heute Abend als Letzter gegangen? Wahrscheinlich Frau Winter. So, ich hab da mal ein bisschen vorsortiert. Ich weiß nicht, ob ich noch aufnahmefähig bin. Schon ziemlich spät. Fang mal an. Hat Riedmann den Wagen sicherstellen lassen? Na klar, hat er. Warum fragst du? Nur so. Eine Wollmaske lag drin, schwarz. Die Kamera im Kassenraum ist ein Totalausfall. Dann soll das Labor untersuchen, ob das manipuliert worden ist. Das glaube ich nicht. Die im Büro hat nämlich funktioniert. Na, schau mal, wenigstens etwas. Für eine Fahndung ist das gar nichts. Stopp mal. Und jetzt vergrößere mir bitte die Waffe. Revolver mit Schalldämpfer, tatsächlich. Weiter. Du weißt, wo du stoppen musst? Weiß ich, die Zeit ist doch programmiert. Ton bräuchte ich. Würde gern wissen, was Gobel als Letztes gesagt hat.
Wie groß ist der Zeitabstand zwischen dem ersten Abschnitt, der Täter allein, und dem zweiten Abschnitt mit den Schüssen? Was ist? 1,5 Stunden. Und da gehen bei euch nicht die Alarmglocken los? 1,5 Stunden seid ihr noch zu retten? Der hat auf Gobel gewartet, um ihn umzulegen, und seine Frau auch. Der Tresor hat ihn überhaupt nicht interessiert. Und dich habe ich hier vermisst. Ich habe auch so genug zu tun. Das habe ich in der Brieftasche des Toten gefunden. In Liebe, deine unfromme Helena. Ach nee. Ja, Chris hier? Ja, stellen Sie ihn durch. Namt. Nein, das kann ich nicht sagen. Es gibt noch nichts Neues. Ja, bis morgen dann. Wiederhören. Was guckt er mich so an? Wer war das? Andreas Gobel. Ich werde ihm doch nicht sagen, was wir eben gesehen haben. Musst du auch nicht. Der Tresorschlüssel liegt draußen auf der Garderobe. Ich verstehe das alles nicht. Was passiert denn jetzt mit den Eltern? Kommen in die Rechtsmedizin. Ich möchte wissen, was die jetzt von uns denken. Was? Na ja, wir werden sich doch was denken. Wieso? Im Zusammenhang mit uns? Ach, was weiß ich? Ist verrückt. Ich hab sie noch angesehen. Hör auf, bitte! Musst du jetzt was trinken? Ja, muss ich. Vielleicht haben Sie ja Grund, sich was zu denken. Sag das nochmal. Ich denke nicht dran. Ach, guck nochmal! Trotzdem sollen die feststellen, ob an der anderen Kamera auch der Versuch gemacht worden ist, die Aufnahmen unbrauchbar zu machen. Ich denke, wir gleich hier bleiben. Wann fangen die an in der Werkstatt? Morgen früh, das weiß ich nicht. Lass dir doch mal eine Liste geben von allen, die dort in den letzten 4 Jahren entlassen worden sind. Wo ist denn der Riedmann schon wieder? Ist doch mal in die Firma zurück. Ja. Den siehst du da morgen früh immer noch? Ja, ich fahr da nicht hin, aber du. Was ist denn? Ja, ich dachte schon, du hast verschlafen. Gib mir mal Leo. Der ist gar nicht gekommen. Nein, er hat mir nichts gesagt. Aber Riedmann wartet auf dich. Was? Na, so unauffällig war die Firma auch nicht. Da war mal was mit verschobenen Autos nach Russland. Ja, ich gehe der Sache nach. Jawohl, jawohl, over. Sag mal, oh, Entschuldigung, wieso ist denn da keiner? Weil die Firma für ein paar Tage zumacht. Gobelino hat allen freigegeben. Das hast du nicht verhindert? Warum sollte ich? Wenn er jemanden braucht, könnte er ihn doch bestellen. Andreas Gobel ist da drin und Frau Winter. Na, das ist ja ein fröhlicher Morgen. Also ganz sauber ist der Laden hier nicht. Hab ich auch schon gehört. Ein Angestellter hat nachts an Motorblöcken rumgefallt und Autos umgespritzt. Aber eine Untersuchung gegen Gobel wurde eingestellt. Wie hieß der Angestellte? Peter Rohrbaum hieß er. Da ist doch schon was.
Hallo? Guten Tag, mein Name ist Kress, ich bin von der Kriminalpolizei. Mein Mann ist leider nicht da. Ich will nicht zu Ihrem Mann, ich will zu Ihnen, Frau Gobel. Ich bin nicht angezogen. Ich habe Zeit. Moment. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bin ich jetzt schuld? Dann kann ich mich umbringen. Ich hab's Ihnen doch schon gesagt. Ich muss es aber von Frau Winter selbst hören. Frau Winter. Ich kann nichts anderes sagen. Habe ich die Alarmanlage eingeschaltet oder nicht? Ich weiß es nicht. Ist das öfter passiert? Ein, zwei Mal in diesem Jahr. Viermal. Sie brauchen mich nicht zu schützen. Es waren so liebe Menschen, die beiden. Frau Winter, wollen Sie nicht lieber nach Hause gehen? Nein. Wollen Sie einen Arzt? Nein. Kann ich Sie mal alleine sprechen? Natürlich. Otto Gobel? Nein, wir haben geschlossen. Ich hätte ich dachte gedacht. Alleine. Das ist alleine. Ich wollte von Ihnen wissen, ob Sie inzwischen die Aufzeichnung der beiden Kameras gesehen haben. Ich habe beide Kameras bereits abgebaut. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Aber warum? Ihr Kollege wollte mir nicht antworten. Ich sehe keine Veranlassung. Auf der Aufzeichnung waren nur so schnelle weiße Flecken vor schwarzem Hintergrund. Wir wollen sehen, ob an den Kameras manipuliert worden ist. Sind Sie jetzt zufrieden? Ich komme sofort. Ach, da liegt ja der Tresorschlüssel. Entschuldigen Sie, das hat gedauert. Er hat dort auf der Ablage gelegen. Ich nehme den Schlüssel an mich. Wollen Sie nicht weiterkommen? Das ist die Wohnung meiner Schwiegereltern. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Eine Tragödie. Können Sie sich vorstellen, warum das passiert ist? Meistens wissen ja die Angehörigen am Anfang mehr als wir. Nein. Später ist es dann manchmal umgekehrt. Und dann ist es eine Tragödie. Ich habe sie schon verstanden. Ich hätte es mir denken können. Naja, irgendwo muss man anfangen. Also, Sie müssen mir schon was dazu sagen. Einigermaßen ungewöhnlich. Deine unfromme Helena. Er war ein liebenswürdiger Mensch. Freundlich, hilfsbereit. Wir haben zweimal miteinander geschlafen. Wolfgang Gobel und ich. Das war alles. Ja? Und dann? Dann habe ich aufgehört. Es ging nicht mehr. Was ging nicht mehr? Er wollte ein Kind von mir. Ich denke, die beiden Gobels haben ihren Mann Andreas als kleines Kind deswegen adoptiert, weil sie selber keine Kinder haben konnten. Aber die Ärzte haben nie eindeutig festgestellt, an wem es nun gelegen hat. Er wollte ein Kind. Ich auch. Das wollte ich meinem Mann nicht antun. Andreas will keine Kinder. Vielleicht wollte Ihr Schwiegervater sich selbst beweisen, dass die Kinderlosigkeit nicht an ihm liegt. Ja. Möchten Sie auch was trinken? Nein, danke. Weiß Ihr Mann davon? Nein. Das hätte ich gespürt.
Ich werde Ihnen jetzt sagen, was Sie denken. Ja, was denke ich? Und wenn ja? Wenn Andreas es doch gewusst hat? Ja, was dann? Sie brauchen nicht darüber nachzudenken. Mein Mann kann keiner Fliege was zuleide tun. Außerdem war er hier, bei mir. Muss mein Mann davon erfahren? Weiß ich noch nicht. Ein Protokoll müssen wir machen über das Telefonat, das Ihr Mann mit seinem Vater geführt hat. Wer erbt eigentlich? Haben Sie eine Ahnung? Es ist ja nicht gerade wenig. Mein Mann? Und Sie? Nein. Die Eltern haben auf Gittertrennung bestanden. Peter Rohrbaum, 35 Jahre alt. Moment. Drei kleine Jugendstrafen. Wolfgang Gobel hat ihn trotzdem als Lehrling eingestellt. Dann war... Morgen? Morgen. Morgen. Rohrbaum. Ach, interessant. Nochmal bitte. Peter Rohrbaum hat bei Gobel Kfz-Mechaniker gelernt. In seiner Freizeit hat er dann Autos geklaut, wieder gesessen. Ja, das war dann keine Jugendstrafe mehr. Und Gobel hat ihn trotzdem wieder genommen? Richtig. Dann gab es ein neues Delikt. Autoretuschen von gestohlenen Wagen für Geschäfte mit dem Osten. Das hat er nachts in der Werkstatt Gobel gemacht. Verurteilung zu 2,5 Jahren. Hat bis zu seiner Verurteilung steif und fest behauptet, im Auftrag von seinem Chef, dem alten Gobel, gehandelt zu haben. Wann ist er entlassen worden? Heute vor einer Woche. Na bitte. Es wird doch langsam. Und hat der alte Gobel den Auftrag gegeben oder hat er nicht? Er hat nicht, sagen die Kollegen, die den Fall bearbeitet haben. Ja, wenn er aber hat, dann wäre Rohrbaum eine heiße Spur. Ne? Wo ist er denn, der Rohrbaum? Er ist seit 3 Tagen abhanden gekommen, wie seine Großmutter, bei der er wohnt, das austritt. Seine Eltern wollen ihn nicht mehr zu Hause haben. Ja, Chris. Ja, bringen Sie ihn rauf. Andreas Gobel kommt. Werner, von dem Rohrbaum müssen doch noch Fingerabdrücke im Archiv sein, von damals. Das ist dir sicher nicht entgangen auf dem Schwarz-Weiß-Video, dass der Täter Handschuhe anhatte. Das konnte man sogar ohne Ton sehen. Das ist ja gut. Und die Spuren im Fluchtwagen? Sind wir noch nicht fertig. Es gibt noch keine Auswertung. Ja? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich wollte Sie eigentlich alleine sprechen. Bringen Sie bitte Herrn Gobel nach nebenan. Ich komme gleich. Wir müssen das mit der Entlastung von Gobel Senior nicht glauben. Da hat er einfach einen super Anwalt. Das heißt, Werner und Henry beschäftigen sich mit der Finanzsituation der Firma Gobel in den letzten 4 Jahren. Und ich krieg die Vernehmungsprotokolle Wolfgang Gobel von damals auf den Tisch. Jawohl, jawohl. Sollen wir den fahnden lassen nach Rohrbaum? Dafür reicht's nicht. Auch gut, ich muss los. Ich werde mich mit dem Finanzamt bzw. mit der Steuerfahndung wegen Gobel treffen. Übrigens, habe ich vergessen, die zweite Kamera ist auch manipuliert worden, aber ohne Erfolg, wie wir gesehen haben. Mach ihm doch einen Zettel. Ich will den Tod meiner Eltern einfach nicht an mich ranlassen. Wie alt waren Sie, als Ihre Eltern Sie adoptiert haben? 3 Monate. Ich lag vor der Kirche. Vor der Kirche, in der meine Eltern gestern nach dem Konzert waren. Entschuldigung. Wie weit sind Sie eigentlich? Ich weiß nicht, ob ich das fragen darf. Entschuldigung. Wir haken uns gerade bei Peter Rohrbaum ein. Wieso Rohrbaum? Das fragen Sie? Nein, eigentlich nicht. Er hat bis zuletzt behauptet, dass Ihr Vater ihn angestiftet hat und kassiert hat. Wut, Hass, Rache. Können Sie sich das nicht vorstellen? Nein. Ich bin leider zu sowas unfähig.
Na, das muss ja nicht stimmen. Wie war Ihr Verhältnis zu Peter Rohrbaum? Ich mochte ihn nicht. Er strahlte das aus, was er war. Ein kleiner Gangster. Ja. Aber Ihr Vater mochte ihn. Mein Vater war ein Machtmensch. Na ja, Ihre Frau sieht das etwas anders. Der seine Untertanen heiß und innig liebte. Auch kleine Gangster. Weswegen sind Sie eigentlich hier? Ich wollte Sie fragen, wann ich meine Eltern beerdigen kann. Ich habe ja noch nicht mal einen Obduktionsbericht. Werden Sie die Firma weiterführen? Ja. Ja, gut. Dann rufen Sie mich an, wenn Sie es wissen. Gut. Machen wir. Ach, Sie haben mit meiner Frau gesprochen? Ja. Herr Gobel, das gegenseitige Bezeugen eines Alibis unter Ehepaaren ist sowieso nicht das Nonplusultra vor Gericht. Das wissen Sie. Ja, schon. Aber warum sollten Sie mich oder meine Frau des Mordes an meinen Eltern beschuldigen? Das ist auch wieder wahr. Fahnden Sie eigentlich nach Peter Rohrbaum? Nein. Wiedersehen, Herr Kress. Wiedersehen. Wir melden uns. Ich bin in der Firma. Moment. Wird Sie jemand bringen? Gerd, mach mal. Bitte. Vielleicht liegt die Lösung im Tresor. Bin ich schon dran. Der ist kalt wie eine Hundeschnauze. Weicher ist uns gar nichts. Kress hier. Schade, dass Sie nicht da sind, Frau Gobel. Ich wollte nur wissen, ob Sie Peter Rohrbaum kennen. Ich weiß ja nicht, wie oft Sie in der Firma waren. Ich rufe wieder an. Ende. So. Jetzt kochen wir die Sache mal auf größerer Flamme. Den Anrufbeantworter hört er ja auch ab. Ja, Heimann? Ja, ist gut. Danke. Die kann gar nicht zu Hause sein. Die ist unten. Ach ja? Du sollst nicht schon wieder eine Privataudienz geben, Lee. Soweit ich mich erinnere, ist es auch unser Fall. Du erinnerst dich richtig. Ob die beiden sich da unten begegnet sind? Na klar. Warum glaubst du das? Ihr Mann lässt ihn nicht allein zu uns. Ja, bitte. Guten Tag, Frau Gobel. Herrn Heimann kennen Sie schon und das ist Herr Johnson. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Ihr Mann war gerade hier. Haben Sie ihn nicht getroffen? Nein. Und was wollte er? Es war wegen des Beerdigungstermins. Wussten Sie das nicht? Nein. Und warum sind Sie hier? Ich denke, Sie wollten ein Protokoll machen mit mir. Wegen des Telefonats von meinem Mann mit seinem Vater. Ja, ja, wollten wir. Herr Johnson wird das mit Ihnen machen. Frau Gobel, wenn Sie nach Hause kommen, ich habe Ihnen was aufs Band gesprochen. Ah ja? Und was? Wir wollten von Ihnen wissen, wie gut Sie Peter Rohrbaum kennen. Was ist das für eine Frage? Sie haben Sie doch verstanden, die Frage. Ja. Ich habe ihn ein oder zweimal in der Werkstatt gesehen. Haben Sie das meinem Mann auch gefragt? Ja, haben wir. Weiß Ihr Mann, dass Sie hier sind? Nein. Ist doch interessanter als der Anrufbeantworter. Kann man so sagen, ja. Nein, tut mir leid. Der Beerdigungstermin steht noch nicht fest. Ja, wir haben erst mal zu. Danke. Dass Sie das machen dürfen. Sind Sie damit nicht einverstanden? Doch. Sie werden nichts finden. Doch lassen Sie das doch bitte mich entscheiden.
Sie wollen die alte Geschichte zwischen meinem Vater und Rohrbaum wieder aufrollen. Wozu? Da war nichts, aber auch gar nichts. Können wir das wegmachen? Das ist ja furchtbar. Ja, können Sie. Gobel? Du wirst auch nicht alt. Das kann ich dir schon mal sagen. Ist was? Nein. Ich verstehe die Aufregung ohne Tresorschlüssel nicht. Das war zwanghaft bei ihm. Er musste sich immer vergewissern, ob er den Schlüssel auch hatte. Übrigens, hallo. Hallo. Das gehört Ihnen. Da will Sie jemand sprechen. Ich komme sofort. Was ist das für ein Umschlag? Der ist für mich. Das ist alles. Riedmann, guten Tag. Tag. Ich bin einer der beiden Sicherheitsleute. Von letzter Nacht? Ja, ja. Mir lässt das keine Ruhe, deswegen laufe ich hier rum. Es ist vielleicht nicht wichtig, aber... Alles ist wichtig. Autokennzeichen und Uhrzeit von Peter Rohrbaum. Er war hier vom Gelände vorhin. Ich weiß, dass Rohrbaum gesessen hat. Noch was? Warum haben wir letzte Nacht keine Schüsse gehört? Schalldämpfer. Bei Revolvern ein bisschen lauter, aber trotzdem kaum zu hören. Brauchen Sie mich noch? Nein. Was würde es eigentlich ändern, wenn mein Vater und Rohrbaum damals zusammengearbeitet hätten? Ziemlich alles. Sie werden doch wohl nicht vergessen haben, dass Rohrbaum Ihrem Vater im Prozess Rache geschworen hat. Das hat doch kein Mensch ernst genommen. Wir nehmen das aber ernst. Jetzt jedenfalls. Ich denke, da wollte jemand an den Tresor. Also, wozu das alles? Können Sie mich jetzt bitte mal alleine lassen? Ich kann dir da nicht folgen. Ja, ich verstehe es immer noch nicht. Ich habe nur nachgelegt auf deine Provokation hin auf Ihrem Anrufbeantworter. Und mit den Fotos im Umschlag ging das ganz gut. Aber das wolltest du doch ins Feuer pusten. Naja, vielleicht war das eine Nummer zu viel, ne? Rohrbaum! Ja, das ist besser. Gut, dann mach mal. Ende. Rohrbaum war auf dem Gelände. Gib mir den Umschlag. Nein. Den Umschlag! Willst du mich schlagen? Vielleicht war es ja falsch, dass ich gesagt habe, du kannst keiner Fliege was zuleide tun. Das habe ich immer gewusst. Es gab kein Immer. Und jetzt? Vorhin im Büro, da hat mich jemand angerufen und mit dem Tod bedroht. Ich glaub dir kein Wort. Guten Tag. Ist Ihre Frau auch da? Ja. Jetzt kannst du es Ihnen sagen.
Vorhin im Büro hat mich jemand angerufen und mit dem Tod bedroht. Was hat er gesagt? Du wirst auch nicht alt, das kann ich dir schon mal sagen. Mit verstellter Stimme. Gibt es dazu irgendetwas, das wir wissen müssen? Wenn Sie jetzt Ja gesagt hätten, würden Sie doch etwas wissen, was Sie uns bisher verschwiegen haben. Aber auch wenn Sie beide Nein sagen, muss es etwas geben, was zu diesem Anruf geführt hat. Wollen Sie uns gegeneinander ausspielen? Wissen Sie, was ich glaube? Wir verschweigen uns beide was. Sie hat mich mit meinem Vater betrogen. Um das von vornherein klarzustellen. Aspekte der bürgerlichen Moral sind hier Nebensache. Außerdem wussten wir das schon. Ich werde das Haus vorläufig nicht mehr verlassen. Frau Grobel, dieselbe Frage nochmal. Wie gut kennen Sie Peter Rohrbaum? Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ich habe ihn ein- oder zweimal in der Firma gesehen. Ja, das war es eigentlich schon. Danke, wir finden den Weg allein. Passen Sie auf sich auf. Sie werden sich jetzt zerfleischen. Das interessiert mich nur, wenn was dabei rauskommt. Wie oft warst du eigentlich verheiratet? Das habe ich verdrängt. Und du? Zweimal. Fast. Die Fahndung nach Peter Rohrbaum läuft. Den letzten Satz bitte nochmal. Wir haben gerade eine Fahndung nach Peter Rohrbaum rausgegeben. Seine Fingerspuren waren im Fluchtwagen. Bitte, jetzt müssen wir nur noch die Zusammenhänge finden. Nur noch ist gut. Und haben müssen wir auch noch den Peter Rohrbaum. Und? Was meint ihr? Wieso bedroht jemand die Frau mit dem Tod? Lass doch mal was hören. Als der Anruf kam, war sie gerade in der Firma, im Büro. Bei dir. Rohrbaum war auf dem Gelände. Habe ich ihm am Telefon gesagt. Ja, ja, sehr gut. Weiter. Erpressung. Erpressung, nicht schlecht. Weiter, eine Variante. Na, unter Druck setzen. Mit einer Morddrohung. Wer ist uns da am nächsten? Rohrbaum. Und wen kann er unter Druck setzen und warum? Und wer sind's dann am nächsten? Die Gobels, wer sonst? Da ist was dran, müsst ihr zugeben. Ihr könnt mal Dampf machen. Jetzt braucht ihr den Rohrbaum wirklich, und zwar schnell. Ja, dann macht mal. Ich kümmere mich um einen Durchsuchungsbeschluss bei der Oma von Rohrbaum. Wegen der Waffe. Einen ausgeprägten Instinkt hatte er, der Leo. Was habt ihr wegen der Morddrohung gegen sie beschlossen? Gar nichts. Hat sie Polizeischutz? Nein. Das finde ich aber nicht so gut. Was ist denn jetzt los? Nichts ist los. Du hast Bereitschaft. Sein Gesicht nicht sehen. Der Mann da draußen fährt nicht weg. Tja, dann musst du die Polizei anrufen. Jetzt hör doch endlich auf damit. Schlimm genug, was du angerichtet hast. Das könnte ich auch von dir sagen. Du hast nicht nur mit Vater was gehabt, sondern auch mit Peter Rohrbaum. Jetzt an dir hängen bleiben. Und du wirst erben. War das sowieso der letzte Dreck für ihn. Kein gutes Blut, hat er gesagt. 100 Mal. Immer wieder. Ich habe die Eltern nicht umgebracht. Ich auch nicht. Na gut.
Ich gehe jetzt raus zu dem Mann im Wagen. Dann werden wir sehen, was passiert. Mach das nicht. Ich dachte, du suchst die Waffe bei der Oma von Rohrbaum? Da muss ich nicht dabei sein, oder? Nein, musst du nicht. Heimann? Nein, Leo, kann ich dir nicht geben. Henry ist weg. Übrigens, er war nicht einverstanden, dass Frau Gobel keinen Polizeischutz hat. Sag das nochmal. Natürlich haben die sich gekannt, Rohrbaum und die beiden Gobels. Ich war bei den Eltern von Rohrbaum. Eine Zeit lang hat die Helena Gobel sogar was gehabt mit dem Rohrbaum. Kannst du mal sehen, wie das manchmal so läuft, ne? Ja, nur zu Henry. Musst du selbst entscheiden, Leo. Apparat Kreis Riedmann. Ja, ich höre. Keiner. Ist gut, Ende. Naja, kann man nichts machen. Danke. Was keine? Sie haben bei der Oma von Rohrbaum keine Waffe gefunden, aber eine leere Munitionsschachtel. Kaliber 9 mm. Na, das ist doch schon was. Jemand droht dir mit meinem Tod. Wer erpresst dich? Niemand kann mich erpressen. Andreas, es geht um mein Leben. Wofür soll ich sterben? Ich weiß es nicht. Auf was hast du dich da eingelassen? Was ist der Preis? Was soll ich mit meinem Tod bezahlen? Wer ist es? Wenn du mich noch ein bisschen liebst, dann wirst du es nicht zulassen, dass man mich tötet. Niemand wird dich töten. Dann kann ich ja jetzt gehen. Auf die Straße. Zu dem Mann im Wagen. Sorry, I have a question, please. I'm looking. Ich spreche kein Englisch. Dann machen wir es eben andersrum. Nehmen Sie bitte Ihre Hand unter der Zeitung. Ganz langsam. Und dann legen Sie beide Hände aufs Lenkrad. Steigen Sie aus. Unter den Hände aufs Dach. Kennst du den? Herr Rohrbaum, Sie sind vorläufig festgenommen wegen Mordverdachts. Helena. Ich liebe dich immer noch. Das war Rohrbaum am Telefon vorhin. Du hast ihm den Auftrag gegeben, die Eltern zu erschießen. Und jetzt will er alles, nicht? Die Werkstatt, das Geld, alles. Und ich soll sterben, wenn er nicht kriegt, was er will. Du bist verrückt. Es ist alles vorbei. Ich weiß, dass alles vorbei ist. Ich hätte Rohrbaum nicht trauen sollen. Ich habe das Magazin leer gemacht und die Kugel aus dem Lauf genommen. Nehmen Sie mir das Präsidium. Jawohl. Der Hellstein. Drin ist doch immer, der ist bewaffnet. Schaut mal nach. Aufmachen, Polizei!
Frau Gobel, mein aufrichtiges Beileid. Ich hatte die Waffe doch entladen. Er hat sie wohl wieder geladen. Um sich zu töten. Ich weiß es nicht, aber wir nehmen es an. Werden Sie die Firma weiterführen? Ja. Ich traue mir das zu. Wir haben inzwischen ein Geständnis von Peter Rohrbaum. 300.000 Mark wollte Ihr Mann ihm zahlen für den Tod der Eltern. Warum machen Menschen sowas? Sie müssen ihn doch gekannt haben. Er war Ihr Mann. Ich habe ihn nicht gekannt. Aber dass Sie sterben, wollte er nicht. Ja. Ich kann die Leichen der Eltern jetzt freigeben. Sie haben ein Familiengrab. Ich werde Sie dort beisetzen. Und Ihren Mann? Meinen Mann? Ja, der muss da auch beerdigt werden. Er soll so gehen, wie er gekommen ist. Frau Gobel, Sie können ihn am Ende seines Lebens nicht irgendwo verschwinden lassen. Egal, was passiert ist. Ich denke auch, dass er einen Platz braucht. Wenigstens jetzt.